Grüß euch Leute, ich bin der Brazzo und wohne im Hosenbirgl, meine Heimat. Ich bin runtergekommen ins Hosenbirgl vor ca. 40 Jahren. Mehr als 40 Jahre, ist ja wurscht. Weil ich mit 18 Jahren eine Verlobung gehabt habe und dann habe ich mit 19 geheiratet und die Frau ist vom Hosenbirgl gewesen. Und ich habe kennengelernt, die Frau in Heidhausen. In einem Steherschrank. Aber es ist wieder eine andere Geschichte. Aber jetzt reden wir darum, ich war 2013 in Pasing, bin ich da gekommen, nach Pasing. Und zwar, weil ich Untermieter war und da habe ich raus müssen in den Hosenbirgl. Also habe ich nicht gewusst, wohin. Und da habe ich eine Unterkunft bekommen in Männerheim in Pasing. Das war für mich das Alcatraz. Zelle 29, dritter Stock, lauter Wüde. Und was soll ich sagen, jetzt komme ich da weg, nach langem, 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 rund um 3 Jahre, dass ich wieder da herkomme, ins Hosenbirgl, bin ich glücklich. Für mich ist Weihnachten. Am 1. Dezember kann ich heute sagen, ich bin der Narisch. Ich bin happy von voll. Und was will ich sagen? Hosenbirgl, da gibt es Wilde, da gibt es Gurde, seltene Drogensüchtige, Syphilis, alles Mögliche, aber es gibt es woanders auch. Und die Freundschaft im Hosenbirgl, besonders im Gartenverein Hosenbirgl Nord, muss ich sagen, Nord, nicht Süd oder sonst irgendwas, die ist einmalig. Wir machen öfters auch Sommerfest oder Wiesenanstich oder sonstige Feiern oder Veranstaltungen. Da seid ja ihr auch eingeladen. Kannst du mal vorbeischauen. Hosenbirgl Nord, Vereinsheim. Da drinnen trifft man uns öfters. Wie Spiele, Warten oder Würfeln oder was, der Spicken. Oder Spicken, Dart heißt ja das jetzt. Aber könnt ihr euch aussuchen, was möchtet. Was will ich sagen? 40 Jahre Hosenbirgl ist eine lange Zeit. Sagt ihr selber. Bin ich erst schon. Und was will ich noch sagen? Die Kameradschaft, habe ich schon gesagt, ist spitze. Das ist alles spitze. Und ich möchte es einfach nicht missen. Und das gehört dazu, wie zum Bier der Schaum. Ganz einfach. Und da will ich noch sagen, ich wünsche euch alle alles Schöne und Gute. Danke. Idee.